بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أسمى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته liebe Geschwister. Ist noch die Netzverbindung ist sehr sehr Schrott, aber Alhamdulillah. Ich wollte erstmal euch nochmal darauf aufmerksam machen, dass ich jetzt mittlerweile einen Instagram-Kanal habe, und zwar Pierre Vogel Dawa. Da könnt ihr auch private Nachrichten schreiben. Der wird momentan noch alleine von mir verwaltet. Und dann wollte ich auf eine Sache aufmerksam machen. Es kommen öfter mal Fragen zu uns, auch gerade auf dem Instagram-Kanal, weil wir haben jetzt hier auf dem Facebook-Kanal die Privatnachrichten geschlossen. Ja, weil das einfach zu viel Schrott dabei war. Ja. Weiß ich nicht, wie viel Prozent der Fragen immer kannst du meine deutsche Frau besorgen. Und wenn man dann sagt, nee, geht nicht, ist man noch beleidigt und wird unverschämt. Und da habe ich keinen Bock drauf. Ich muss mir meine Kraft einteilen für Sachen, die wichtiger sind als für Verrückte, die auch noch unverschämt sind und kein Benehmen haben. Okay, gut. Ganz kurz, es ist in Berlin jemand getötet worden, wohl ein Georgier, manche Medienberichte sagen ein Tschetschene, der soll wohl angeblich Gefährder auf jeden Fall. Ich würde gerne, falls ihr mir Nachrichten schenken könnt, auf Instagram, macht das bitte, weil ich würde gerne wissen, wann es für ihn eine Janaza gibt oder ob es überhaupt für ihn eine Janaza gibt oder was auch immer, weil falls es für ihn gar keine Janaza gibt, dann müssen wir als Muslime uns darum kümmern, dass es für den Bruder eine Janaza gibt. Ja? Das als erstes. Da müssen wir gucken, dass wir das irgendwie in die Wege leiten. Ich weiß jetzt nicht, wer dahin Kontakt hat oder Kontakt aufnehmen kann. Ja. Möge Allah sich ihm erbarmen. Wie gesagt, ich kenne ihn nicht, weiß nicht, wer das sein soll. Nur von den Medienberichten, was ich gehört habe. Es ist ja gerade eine schlechte Verbindung. Die nächste Sache, die ich erwähnen wollte, ist, mich haben heute mehrere Geschwister angeschrieben, weil es in einer Großstadt in Deutschland, warum ich solche Sachen nicht gerne veröffentliche. Weil die Brüder meinen, hier, Mensch, was ist denn hier mit der Verbindung los? Hier, poste das mal, das ist wichtig, guck mal, was da passiert ist und so weiter. Und ich bin der Meinung, dass das Posten von solchen Sachen in den meisten Fällen kontraproduktiv ist. Und ich werde euch gleich erklären, warum. Und das ist meine Meinung. Das heißt, es geht hier nicht um Koran und Sunna, das geht um meine Erfahrung. Und es kann sein, dass jemand eine andere Meinung hat. Jazahullah auch heran. Auf jeden Fall. Ich habe die Brüder dann gefragt, ich glaube, jetzt ist die Verbindung in Ordnung. Ich habe die Brüder dann gefragt, Brüder oder Schwestern, ich weiß gar nicht, wer mir das jetzt alles geschickt hat, es haben mehrere mich darauf angesprochen, was versprichst du dir davon, wenn ich das poste? Was glaubst du, bringt es, wenn ich jetzt poste, da und da ist das und das mit einer Muslimin passiert? Was denkst du, was es bringt? Was ist das Ergebnis davon? Ein Bruder meinte dann, ja, vielleicht werden die Polizisten vorsichtiger sein. Aber ich sagte, könnte auch sein, dass die Polizisten dann sagen, ja, die finden Gefallen daran, weil sie sehen, wie wir leiden und lachen sich darüber tot. Haha, guck mal hier die Jammerlappe. Kann auch passieren. Ja. Das meinte er, ja, es könnte auch sein. Ich will euch kurz illustrieren, warum ich der Meinung bin, dass man solche Sachen im Normalfall nicht veröffentlichen sollte. Und ich will dabei betonen, es gibt sehr, sehr viele Ungerechtigkeiten, die mir passiert sind, die ich nicht veröffentlicht habe. Ich gebe euch ein Beispiel. Ich habe meistens Sachen immer nur veröffentlicht, wenn sie schon in der Zeitung veröffentlicht wurden und die Polizei und die Leute sowieso darüber Bescheid wussten. Ansonsten habe ich es meistens nie kein Statement dazu gegeben. Aber wenn es sowieso verbreitet wurde und jeder wusste, habe ich es verbreitet. Warum?
Es ist eine Erfahrungssache. Wir haben beispielsweise vor 10 Jahren, fast genau vor 10 Jahren, den Fall gehabt mit Marwa Scherbini. Ihr müsst euch vorstellen, einem deutschen Gerichtssaal wird eine Muslimin abgestochen von einem Islamhasser, der von diesen ganzen Islamhasserforen aufgehetzt wurde, die es jetzt geschafft haben, die Menschen so aufzuhetzen, dass sie bestimmte Parteien bzw. eine bestimmte Partei wählen. Okay? Das haben sie geschafft. Wir haben damals das veröffentlicht und haben gesagt, hier, wir müssen das veröffentlichen. Aber warum? Haben wir das gemacht, weil wir sagen wollen, aua, aua, guck mal, die bösen Kuffar, was die mit uns gemacht haben. Weil, Entschuldigung, wenn ich das gerade so nachmache, ich will mich damit nicht lustig machen, aber ich will zeigen, so kommt es leider oft bei den Muslimen rüber, bei vielen Muslimen rüber, wenn sie über bestimmte Ungerechtigkeiten reden. Es kommt unmännlich rüber. Ja, ich muss das einfach so sagen. Es kommt oft so rüber wie, aua, aua, guck mal hier, die bösen Kuffar, was die wieder mit uns gemacht haben, die sind so gemein. So, was? So kommen oft solche Videos rüber. Und das führt meistens immer zu zwei Extremen. Entweder zu Amokläufern oder zu Leuten, die noch mehr Angst bekommen. Wir haben das damals mit Marwa Scherbini veröffentlicht, weil wir uns was drunter versprochen haben. Wir haben gedacht, so eine krasse Aktion, so was Krasses, was passiert ist, jetzt schaffen wir es bestimmt, die Muslime zu vereinigen, dass die Muslime aufstehen und gegen diese Hetze vorgehen. Wir machen Kundgebung, wo wir genau definieren, warum diese Frau gestorben ist. Und wenn wir die Quelle haben, dann kann man diese Quelle bekämpfen. In Deutschland gibt es sowieso eine Sensibilität in diesem Thema. Also haben wir eine gute Chance dadurch, durch die Kundgebung und etc., was darauf folgen, die Vereinigung der Muslime, gegen solche Seiten vorzugehen und damit den Islam und die Muslime zu schützen. Was ist aber passiert? Was ist passiert? Es ist passiert, dass wir damals mit einigen wenigen 100 Muslimen in Berlin-Neukölln auf dem Rathausplatz standen und ansonsten im Stich gelassen wurden. Dann haben wir eine Kundgebung in Mönchengladbach gemacht, zwei Kundgebungen wie heißt es, in Düsseldorf, eine Kundgebung noch in Heilbronn, eine Kundgebung in München. Und überall war es dasselbe Bild. Es hat nicht dazu geführt, die Veröffentlichung der Ungerechtigkeit, das heißt, dass eine Muslimin aufgrund von Hetze gegen Muslime getötet wurde, hat nicht dazu geführt, dass die Muslime sich vereinigt haben und gemeinsam aktiv geworden sind, sondern es hat dazu geführt, zu mehr Spaltung geführt und hat dazu geführt, dass die Muslime uns angegriffen haben. Sie wurden mit den Zügeln gegen uns beispielsweise in München. Ich gebe ein Beispiel. Wir sind in eine Moschee gegangen und haben dort rausbekommen, dass dort schon vorher von Behörden befohlen wurde, dass die denen sagen sollen, dass sie nicht zu unserer Kundgebung kommen sollen. Das heißt, man hat das benutzt, um uns als die Bösewichte darzustellen, die Unruhe in Deutschland machen wollen. Das hat man geschafft. Und es hat nicht dazu geführt, dass die Muslime gesagt haben, jetzt müssen wir was tun, jetzt müssen wir aufstehen. Es hat dazu geführt, dass die Muslime gesagt haben, oh Mann, ist alles krass, boah, bloß keine Probleme bekommen. Das ist das Problem. Und genauso ist es jetzt auch, meiner Meinung nach. Wenn wir so etwas veröffentlichen mit, guck mal, dem und dem, in der und der Stadt ist das und das mit einer Muslimin passiert, ja? Ja, dann gehe ich davon aus, dass das wieder zur selben Reaktion führt, weil wir Muslimen uns nicht verändert haben. Es wird wieder dazu führen, dass Leute noch mehr Paranoia haben und noch mehr Angst und noch mehr Verzweiflung. Ach ja, hier kann man gar nichts mehr machen. Wir haben gar keine Rechte. Es führt nicht dazu, dass wir mehr Mut haben und mehr Standhaftigkeit. Das ist meine Sichtweise der Sache. Und deswegen muss man meiner Meinung nach anders ansetzen. Das Problem, was uns trennt,
Was uns spaltet, liegt in unserer Psyche, liegt in unserem Bewusstsein. Und das fängt an mit Erziehung, langfristige Erziehung. Warum schaffen wir es nicht, uns zu vereinigen? Warum? Man fragt manchmal die Muslime, ja, was denkst du, ist das größte Problem der Muslime? Ja, wir sind nicht vereinigt. Okay, wir sind nicht vereinigt. Warum sind wir nicht vereinigt? Erzähl mal. Was ist die Ursache dafür? Warum ist der Westen zum Beispiel vereinigt? Warum ist Europa vereinigt? Mehr oder weniger zumindest. Weil sie erkannt haben, dass sie, wenn sie sich vereinigen, mehr Kraft haben. Warum schaffen wir das nicht? Warum sind wir so dämlich? Das ist doch eigentlich ganz normal, ja? Dass eine Hand mit 5 Fingern mehr greifen kann, als wenn du nur einen Finger hast. Das ist doch eigentlich ganz normal. Warum schaffen wir das nicht? Wir schaffen das nicht aus folgendem Grund. Vier Krankheiten des Herzens. Machtgier. Ja? Zum Beispiel, wenn wir jetzt zur Vereinigung der muslimischen Länder aufrufen würden, dann würde das jetzt dazu führen, dass wir, also mein Land, den Status quo abgeben müsste und von dem Geld, was wir haben, ja, abgeben müssen, von unserer Geldquelle, Energiequelle, Geld abgeben müssen an andere. Machtgier. Zweitens Neid. Wenn ich mich vereinige, warum ist der dann mächtiger als ich? Warum haben die das und das? Warum haben die wir nicht das und das? Und so geht das von den Ländern über die Moscheen bis in die zu den einzelnen Personen. Neid. Dritte Krankheit, Feigheit. Nein, nein, lieber nichts sagen, lieber nichts machen. Boah, ich komme lieber nicht zu der Kundgebung von Pierre Vogel, wenn der über die Marwa Shabini redet, weil nachher kriege ich Probleme. Leute, bei mir waren Hausdurchsuchungen. Da kamen Leute, die mich besuchen gekommen sind, haben mich danach nie mehr gesehen. Die regelmäßig zu mir gekommen sind. Ja, und ich habe noch nicht mal Statement dazu gemacht. Ich weiß, wie wir ticken. Wenn der Verfassungsschutz in eine Moschee geht und sagt, ja, hier, schau mal, ladet den und den nicht ein. Die sagen nicht, warum soll man den nicht einladen? Die sagen nicht, ja, warum soll man den denn nicht einladen? Wieso denn? Ja, der ist Terrorist. Ja, nee, der ist kein Terrorist. Das stimmt gar nicht. Wir kennen den. Der ist kein. Das trauen die sich nicht. Die wissen das. Nein. Damit die in Ruhe gelassen werden, sagen die, ja, nee, also das sind ja auch Radikale. Also mit denen haben wir haben es live in Mönchengladbach damals miterlebt. Dieser Wilfried Schulz von der Bürgerbewegung. Wir wollten mit ihm sitzen und mit ihm reden, warum die gegen uns sind, dass die eigentlich gar nicht gegen uns sein müssen, weil wir sind so, wie wir sind. Wir sind nicht gegen Terrorismus, weil wir wollen, dass wir in Ruhe gelassen werden, sondern weil wir so sind, weil wir davon überzeugt sind. Wenn wir denken würden, dass wir glauben, wenn wir gegen Terrorismus reden würden, würden wir in Ruhe gelassen werden, müssten wir ja vollkommen balabala sein. Weil wir haben es ja seit über 10 Jahren erlebt, dass sie uns nicht in Ruhe lassen. Seit über 10 Jahren. Ich meine, wenn ich das jetzt noch nicht gemerkt hätte, müsste ich plemplem sein. So. Aber was ist passiert? Da hat dieser Wilfried Schulz damals gesagt, nein, nein, ich habe schon mit muslimischen Freunden geredet. Wir wissen, wie ihr seid. Weil die denen erzählt haben und ich hatte andere Indizien dafür, was sie im Fernsehen gesagt haben, die sind uns in den Rücken gefallen, ansonsten hätte die Sache ganz anders ausgesehen. So, auf jeden Fall. Feigheit und das vierte ist einfach Doofheit. Es gibt leider viele Leute, die zu dumm sind, das zu kapieren, dass wir gemeinsam stark sind und etwas erreichen können. Das ist der Punkt. Ja, so auf jeden Fall, liebe Geschwister, das ist also das ursprüngliche Problem, an dem wir arbeiten müssen. Und ich glaube, dass alle Veröffentlichungen von Unheil,
und von Ungerechtigkeit eher kontraproduktiv sind. Eher kontraproduktiv sind. Ich gebe euch ein anderes Beispiel. Und das ist auch tatsächlich auch ein Fehler, der jetzt auch passiert ist. Man sollte nicht als Gegendemonstrant zu Kundgebung von anderen Leuten gehen, weil es nichts bringt. Weil es nichts bringt. Ich sage euch warum. Ich gebe euch ein Beispiel dafür. Damals im Oktober 2015 müsste das gewesen sein, gab es eine, ich glaube 2015, gab es eine riesengroße Demonstration von Hogesa in Köln. Hooligans gegen Salafisten. Wir haben damals schon gerochen, dass diese Hogesa vom Verfassungsschutz gegründet wurde. Okay? Weil das hat sich vorher schon zusammengebraut und wir haben ja eigentlich gar nichts mit Hooligans. Ich habe gerade hier keinen Empfang. So, auf jeden Fall, war, seid ihr bescheuert? Es war 2014. Seid ihr bescheuert? Was wollen wir da? Wenn wir dorthin gehen und da kommen, was weiß ich, wie viele Tausend, das eskaliert, ja, dann sind wir danach die Doofen. Wir sind danach die Doofen. Es wird dann gesagt, schlecht Empfang heute. Wir haben die angegriffen. Die bösen Salafisten waren die Bösen. Aber wenn wir nicht dahin gehen, stehen die einfach wie die Doofen und wir beachten die gar nicht. Deswegen, man muss nicht immer bei allem anbeißen. Was ist passiert? Die Muslime sind nicht dahin gegangen. Was ist am Ende passiert? Die Hogesa, die hat sich mit der Polizei gekloppt, auf die Fresse bekommen, festgenommen worden. Und das war das Ende, das Anfang vom Ende der Hogesa. Die kamen nie mehr hoch. Aber hätten die sich dort mit uns gekloppt, da wären die noch gefeiert worden und wir wären die Bösen gewesen. Deswegen, man muss nachdenken. Wir hatten damals eine Kundgebung in Hannover gehabt. Was haben wir gesagt? Jeder von uns bleibt an seinem Platz stehen. Die Polizei ist für die Sicherheit verantwortlich. Das ist eine Regel in Deutschland. Was passiert? Da kamen Rechte und die wollen die Sperrung durchbrechen, haben dann von der Polizei auf die Schnauze bekommen. Dasselbe war in Duisburg, dasselbe war in Mönchengladbach, dasselbe war in Mannheim. Aber warum? Weil wir nicht so dumm waren und mitmischen wollten. Lass die doch die Drecksarbeit machen. Das ist deren Aufgabe. So. Und deswegen genauso ist es das Problem, wenn wir irgendwo hingehen, wo andere etwas organisieren. Wir müssen agieren und nicht reagieren. Agieren und nicht reagieren. Ja, das ist sehr, sehr wichtig. Und deswegen, wie gesagt, ich empfehle jedem von solchen Sachen fernzubleiben. Wenn du Dawa machen willst, mach das in deinem Kreis. Oder was wir damals einmal gemacht haben, da gab es eine riesengroße Demo gegen Muslime in Köln, okay? Aber wir wussten, dass auch an dem Tag extrem viele Linke kommen. Also was haben wir gemacht? Wir haben Flyer gedruckt, Tausende, und sind mit so vielen Muslimen dahin gegangen, haben Flyer verteilt, um Dawa zu machen. Das heißt, wir haben die Möglichkeit, dieses aktuelle Thema, diese Brisanz des Themas, haben wir genutzt, um selber Dawa für unsere eigene Sache zu machen. Und wie gesagt, das ist mein Ratschlag in dieser Sache. Ja, und wie gesagt, ihr könnt uns gerne über Instagram auch folgen, in Pierre Vogel Dawa. Und übrigens, ich mag es lieber, wenn man mich persönlich Abu Hamza nennt oder Salahuddin, weil das ist mein Name, mein islamischer Name. Meine Frau nennt mich auch Salahuddin, die nennt mich nicht Pierre. Aber der Name hat sich halt verbreitet, weil damals, als die Dawa begonnen hat, der verantwortlich für die Seite, die wahre Religion, diesen Namen halt verbreitet hat. Und deswegen ist der Name verbreitet, liebe Geschwister. Gut, kann ich euch irgendwie helfen? Ja, Bruder, Tattoos. Ich habe, guck mal, die meisten Fragen, die gestellt werden, ich habe schon ein Video darüber gemacht. Gib einfach Pierre Vogel ein und schreib Tattoos. Ganz klar, Tattoos sind unter der Haut. Das heißt, das Wasser kommt an die Haut, du kannst damit Wudu machen, das ist überhaupt gar kein Problem. Leute, die erzählen, man kann nicht beten, weil man ein Tattoo hat, haben keine Ahnung vom Islam. Heißt also, ich kann nicht beten, weil ich habe den Arm in einem Unfall verloren. Also ich kann jetzt nicht beten, weil ich kann ja den rechten Arm nicht mehr waschen. Quatsch. So.
Und hier ist es ja noch klarer, weil das Tattoo ist unter der Haut. Das heißt, das Wasser kommt an die Haut. Und nee, wenn man das Wasser könnte nicht an die Haut gehen, dann haben wir eine Regel im Islam, die heißt Fattakullah mastatatu, fürchte Allah so gut du kannst. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Wie geht es euch? Mir geht's gut. Na. So. Freut mich, dass ich dich bei der Hadsch getroffen habe. Im Sicker war es am Tag von Arafat. Allah deine Hadsch akzeptieren. Weil es ist echt manchmal nervig. Weil ich bin bei der Hadsch im Tawaf. Da kommen Leute, wollen ein Foto mit mir machen, Achi. Oder bei Sai. Wenn ich dann sage, Bruder, ich bin gerade in einer Ibadah, da sind noch beleidigt. Ja. Alaikum salam. So, was haben wir hier noch? Mich fahima, lil asaf, mich fahima haja. Bas ihsasi annahu kalamuka ala jarh. Ana atakallam al-an an ba'd al-akhta' al-muslimin. Ba'd al-akhta' al-muslimin. Wa fi al-waqi' hadha al-kalam yani khasatan li Almania. لأني قلت أنا لا أرى مفيدا أننا نثير كثيرا من الفيديوهات عن المسلمين المظلومين لأن نتيجة هذا الإظهار في رأيي ليست النتيجة التي نحبها بل نحن نريد من إظهار هذا الظلم أن المسلمين يقومون ويتحركون بانضباط والذكاء ولكن عندما نثير هذه الفيديوهات إما نجد المسلمين يتحركون بحماس وبالذكاء وبالحكمة أو نجد مسلمين يخافون ويختبئون في بالجبن واليأس ومخ انستغرام تي في كانس لانجر فيديوز لانس بوش متن درين اب دا نور اينه مينوته. Ja, Bruder, Jazakallah khair. Ich habe das schon mittlerweile kapiert. Das Video ist auch jetzt schon, weil ich habe heute gab es ein Video, was schnell abgebrochen wurde. Es wurde dann nochmal hochgeladen. Okay, gut, da gibt es hier keine Frage mehr. Ich wünsche euch was, liebe Geschwister. Teilt den Beitrag, liked den Beitrag, damit wir viele erreichen. Und ich hoffe, dass alles, was richtig war, war von Allah. Alles, was falsch war, war von meiner eigenen Seele und vom Shaitan. Wie gesagt, das ist meine Meinung. Es gibt keinen Koranvers oder Hadith, der sagt, macht das oder macht das nicht. Aber ich habe euch erklärt, warum ich das kontraproduktiv sehe. Aber warum ich das kontraproduktiv sehe. Und denkt bitte an den Bruder, der getötet wurde in Berlin. Ich weiß nicht, wer das ist. Wie das mit der Janaza ist, ob man da was machen muss. Darf man den Schnurrbart komplett entfernen? Es gibt Meinungsverschiedenheiten, was den Schnurrbart angeht. Ob man den halt so stehen lässt oder ob man den ganz kurz rasiert, aber nicht mit der Klinge rasieren, sagt unter anderem Imam Malik Rahimullah. Das heißt, wenn man rasiert mit einem Rasierapparat, aber nicht mit einer Klinge. Mit einer Klinge ist Halq, mit einem Rasierapparat ist Taksir immer noch. Okay. Alles Gute, Barakallahu fiq. Gut, das war's dann, inshallah. Subhanaka wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Ich weiß, wer ein Folienrasierer ist, Bruder. Komm mir nicht mit solchen modernen Begriffen. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.